Herbst oder Winter, wer ist stärker? Lasst uns mit dem Unterricht beginnen. Sorry, darf ich reinkommen? Herbst, du kommst wieder zu spät. Setz dich hin. Das ist unsere neue Schülerin. Winter, setz dich. Das ist mein Platz. Schau mal auf den Kalender. Deine Zeit ist um. Bye. Das ist so gemein. Wer kann mir sagen, was wir beim letzten Mal gemacht haben? Mal sehen. Herbst? Ich habe alles in meinem Notizbuch. Ich suche es. Schneidet den Überschuss von einem alten Notizbuch ab. Schneidet eine Wolke aus Filz aus. Befestigt die Wolke auf dem Notizbuchcover. Verwendet eine Seidenkordel, um Wirbel zu machen. Verziert das Notizbuch mit Strasssteinen und Perlen. Meine Notizen sind irgendwo hier. Es ist windig. Herbst, hör mit deinem Tornado auf. Es ist zu windig. Ich bin fertig. Oh nein, das Notizbuch hat sich in eine echte Wolke verwandelt. Herbst, warst du das? Wir schreiben heute einen Test. Nicht schummeln. Herbstmagie wird mir helfen. Ich habe schon alle Antworten. Ach ja, ich friere das Fenster zusammen mit deinem Spickzettel ein. Was machst du da? Hier ist mein Schneeflockenspickzettel. Das hättest du wohl gern. Los, Wind! Du hast das gemacht? Hier ist ein Schneesturm für dich. Meine Lippen sind vom Wind rissig geworden. Wo ist mein Herbstlippenbalsam? Wickel deinen Balsambehälter in Fimo ein. Formt eine Eichel. Fügt einen Stiel hinzu. Und benutzt dann goldene Farbe. Benutzt danach braune Farbe. Ich brauche auch den Balsam. Hey, wo sind deine Manieren? Oh, er ist gefroren. Das hast du verdient. Ich verstehe gar nichts. Ich bin fertig. Das war mein Lieblingsthema. Ich habe wirklich Glück gehabt. Oh, ich werde einfach abschreiben. Winter, nicht schummeln. Ich beobachte dich. Was wäre, wenn ich die Brille der Lehrerin einfriere? Meine Brille! Sie ist gefroren. Warst du das? Macht einen Eiszapfen aus Heißkleber auf Backpapier. Streut ihn mit Glitzer, solange der Kleber noch feucht ist. Klebt die Eiszapfen auf die Brille. Aber sie sieht schick aus. Ich glaube, ich werde die Brille so lassen. Oh, was ist das? Die besten Studenten. Mein Bild sollte auch hier sein. Hi, kannst du mir helfen? Kannst du ein paar Fotos machen? Klar. Mach ein Bild, wo es so aussieht, als wäre mein Rock ein Blatt. Wow, es ist super geworden. Mein Foto wird jetzt auch hier kleben. Was? Warum ist Herbst hier? Na, warte. Gleich kommt ein Sturm. Herbst, sag bei zu deinen Blättern. Ich kann ihn nicht öffnen. Was ist los? Oh nein, der Spind ist schlimmer als ein Kühlschrank. Der Winter ist wieder da. Das hat Spaß gemacht. Herbst,
Wie konntest du nur? Hilfe! Hey! Oh, was für ein schönes Blatt. Ein besseres Lesezeichen gibt es nicht. Du Arme, mach erst mal eine Pause. Ich hab Hunger. Wann ist der Unterricht vorbei? Schüler, der Unterricht ist vorbei. Ihr könnt gehen. Endlich! Ich dachte, der endet nie. Wow! Herbst! Deine Tasche ist ja der Hammer. Ich will auch so eine. Schneidet ein blattförmiges Stück aus Filz aus. Schneidet den Rand zickzackförmig ein. Macht 7 identische Stücke. Klebt sie mit Heißkleber aneinander. Klebt auch einen Reißverschluss an. Fügt einen Henkel aus grünem Filz und ein Seidenband hinzu. Fügt auch einen Verschluss hinzu, der wie ein Stiel aussieht. Danke! Da drin kann ich Essen aufbewahren. Was? Was soll daran so toll sein? Ich werde dir eine Lektion erteilen. Na, warte! Wie wär's mit einem gefrorenen Burger? Oh, mein Zahn! Der ist fast rausgefallen. Was hast du getan? Guten Appetit. Ich werde erst mal was essen. Laub? Das ist gemein. Das geschieht dir recht. Wir müssen noch dieses Kapitel lesen. Wirklich? Warum sind hier Blätter? So können wir nicht mehr weiterlesen. Wir müssen alles aus diesem Kapitel lernen. Ich kann so nicht arbeiten. Ich verschwinde. Wo willst du denn hin? Meine Blätter fallen schon wieder. Haarspangen werden mir helfen. Schneidet ein Ahornblatt aus Filz aus. Schneidet eine Kette in 3 gleiche Teile. Näht sie an den Filz. Verziert das Blatt mit herbstlichen Perlenfarbtönen. Befestigt auf der Rückseite eine Haarspange. Das ist stylisch und praktisch. Ich bereite mich auf den Unterricht vor. Meine Sachen sind schön winterlich. Was ist das denn? Du liebst den Sommer? Ich werde es wegradieren. Und ich habe einen speziellen Radiergummi dafür. So, jetzt sieht man nichts mehr. Schneidet einen Radiergummi zurecht. Befestigt ihn auf einem quadratischen Pappstück. Klebt eine Schneeflocke auf die Rückseite. Fügt Perlen hinzu. Gießt Glycerin in einen klaren Würfel und fügt Wasserperlen hinzu und etwas Kalium-Aluminiumsulfat. Legt das Stück Pappe mit dem Radiergummi darauf. Bedeckt die Verbindung mit einem Filzstreifen. Winter, tut mir leid. Meine Füße sind festgefroren. Winter, ich habe mich gerade bei dir entschuldigt. Herbst, nimm deine Mütze ab. Wir sind hier mitten im Unterricht. Oh Mann, jetzt sehen meine Haare wieder furchtbar aus. Und Winter hat eine perfekte Frisur. Hey Winter, gib mir deinen Kopfhörer. Was? Du willst noch meinen Kopfhörer schmelzen. Malt den Kopfhörer weiß an. Formt einen Schneeball aus Fimo. Streut Glitzer und Kunstschnee auf Backpapier. Wälzt den Schneeball darin. Befestigt ihn am Kopfhörer. Klebt Glitzer und Kunstschnee auf den restlichen Kopfhörer. Kann ich mir kurz deinen Kopfhörer ausleihen? Ich will auch so eine tolle Frisur haben. Oh nein, ich krieg sie nicht mehr ab. Diese Kopfhörer sind wohl nichts für mich. Winter ist zu ernst. Bam! Was? Hey, was soll das? Sehr witzig. Mein Schnee wird es wieder in Ordnung bringen. Meine verschneite Korrekturflüssigkeit ist fertig. Wicke deine Korrekturflüssigkeit in Fimo ein. Formt ein Ast. Wartet, bis der Fimo ausgehärtet ist. Und bestreicht den Korrekturstift mit Kleber.
und bestreut ihr mit Kunstschnee. Wow, wie hat sie das gemacht? Ich will auch sowas. Ich drück die Blätter fester zusammen. Winter, sieh mal, was willst du mir zeigen? Diesen Sumpf? Wie fandet ihr Herbst und Winter? Schreibt uns, ob ihr lieber den Herbst oder den Winter mögt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.